Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webseminar zum Thema Preise erfolgreich kalkulieren. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich und freue mich sehr über Ihre Teilnahme an unserem heutigen Webseminar. Zu Beginn stelle ich mich ganz kurz vor. Mein Name ist Lina Manegold. Ich arbeite beim OBS, dem Online-Buchungsservice, und bin da im Gastgeberservice tätig. Also arbeite eng mit den Gastgebern eben entsprechend zusammen. Für all diejenigen, die noch nicht mit uns zusammenarbeiten oder auch noch gar nicht online buchbar sind mit ihrer Unterkunft, stelle ich auch uns und vor allem unseren Service zum Schluss des Webseminars nochmal kurz vor, dass Sie da einen kleinen Einblick bekommen. Zu Beginn zeige ich Ihnen einmal, welche Funktionen Sie während des Webseminars nutzen können. Wenn Sie dafür einmal an den unteren Rand Ihres Bildschirmes schauen, dann sehen Sie die Funktionen, die Sie nutzen können. Es gibt einmal den Button Hand erheben. Darüber können Sie Zustimmung ausdrücken. Die Funktion brauchen wir aber eigentlich normalerweise nicht. Wichtiger ist der zweite Button F und A. Das steht für Frage und Antwort. Wenn Sie da draufklicken, dann öffnet sich ein Textfeld. Und wenn Sie eine Frage haben, dürfen Sie die Frage da gerne eingeben. Dann schaue ich nach dem Webseminar, welche Fragen eingegangen sind und werde die dann noch beantworten. Wenn Sie nicht möchten, dass ich oder die anderen Teilnehmer sehen, wer die Frage gestellt hat, dann setzen Sie den Haken bei anonym senden, dann wird Ihr Name nicht mit angezeigt. Dann steigen wir in das heutige Thema ein. Es geht, wie gesagt, um den Preis Ihrer Unterkunft bzw. auch die Preiskalkulation. Ist, denke ich, ein ganz wichtiges und auch spannendes Thema für Sie als Gastgeber und Gastgeberinnen. Zum Einstieg habe ich eigentlich erstmal nur so einen Überblick mitgebracht, warum der Preis Ihrer Unterkunft denn eigentlich so wichtig ist und auch ausschlaggebend ist. Zum einen geht es natürlich darum, dass Sie als Gastgeber und Gastgeberin wirtschaftlich denken, sprich pauschal gesagt einfach auch Ihre Kosten decken. Welche Kosten das sind, schauen wir uns gleich noch an. Dann geht es natürlich auch darum, dass Sie nicht nur kostendeckend arbeiten, sondern natürlich dabei auch etwas rumkommt, sprich, dass Sie auch Gewinn machen und gegebenenfalls auch eben Gewinne maximieren können. Dann geht es auch darum, dass Sie natürlich durch eine gute Preiskalkulation auch Buchungschancen gegebenenfalls eben steigern können. Geht ja auch immer darum, dass der Preis ja so gesetzt ist, dass Sie Buchungschancen haben, auch Buchungen generieren. Und der Preis ist natürlich auch ein Kriterium für die Konkurrenzfähigkeit, weil da geht es hier natürlich auch darum, wenn Sie wirtschaftlich denken, Unterkünfte und Gastgeber und Gastgeberinnen gibt es viele. Und es geht darum, eben, dass Sie Ihre Unterkunft auch so platzieren, dass sie konkurrenzfähig ist, dass sie online vom Gast gefunden wird und natürlich auch gebucht wird. Dann gehen wir auf die Faktoren ein, die den Preis beeinflussen, weil man kann jetzt pauschal nicht sagen, ich habe jetzt die Unterkunft X und rechne das oder kalkuliere die Kosten mit dem Preis X. Und man kann das auch, also man muss da unterschiedliche Faktoren berücksichtigen, die zeige ich Ihnen jetzt gleich. Und deswegen kann man Preise generell auch nicht pauschalisieren. Und wenn jetzt der Gastgeber A eine Ferienwohnung mit 60 Quadratmetern hat und der Gastgeber B eine Ferienwohnung auch mit 60 Quadratmetern, dann lässt sich auch da der Preis aber überhaupt nicht miteinander vergleichen, weil der Leistungstyp, sprich die Ferienwohnung vielleicht derselbe ist, die Quadratmetergröße auch dieselbe ist, aber es gibt noch ganz, ganz viele andere Faktoren, die Sie hier sehen, die eben für den Preis ausschlaggebend sind. Das ist zum einen immer die Lage der Unterkunft, die ist sehr, sehr ausschlaggebend. Also man kann jetzt eine Unterkunft in irgendwelchen Stadtrandgebieten nicht vergleichen mit Unterkünften, die zentral in einer Stadt liegen. Oder natürlich auch, wenn man jetzt gerade in den Bereich Bayerischen Wald geht, kann man auch Unterkünfte dort beispielsweise nicht vergleichen mit Unterkünften, die eben nicht in solchen touristisch erschlossenen Gegenden liegen. Also die Lage der Unterkunft ist sehr ausschlaggebend tatsächlich. Da denke ich, kennen Sie als Gastgeber und Gastgeberin sich aber am meisten aus, weil Sie kennen die Lage und wissen ja um das touristische Angebot in der Lage oder in der Destination. Der zweite Punkt ist die Ausstattung. Da kommt es natürlich auch darauf an, ob ich ja hochwertige Ausstattung anbiete, ob die Unterkunft voll ausgestattet ist oder ja, ob ich da
nur die Grundausstattung in Anführungszeichen anbiete und aber keine weitere Ausstattung zur Verfügung stelle. Dann, wie eben angesprochen, die Größe der Unterkunft ist natürlich auch ausschlaggebend, aber wie gesagt, nicht alleine. Dann geht es auch darum, ob es Alleinstellungsmerkmale gibt. Vor allem eben bestimmte Alleinstellungsmerkmale, Ausstattungsmerkmale, die Sie unterscheiden von anderen Anbietern und eben abheben. Das können unterschiedlichste Sachen sein, zum Beispiel eine ganz spezielle Lage mit einem super Blick, beispielsweise in die Berge, oder gerade auch sowas wie Sauna, Whirlpool, Pool, all sowas, das sind Alleinstellungsmerkmale, die andere Unterkünfte gar nicht aufweisen. Bei diesen Alleinstellungsmerkmalen geht es immer eben darum, in der Vermietung, dass sie die hervorstellen, dass die ja, dem Gast bekannt sind. Und das können sie natürlich auch preislich dann widerspiegeln. Dementsprechend zeige ich Ihnen aber später auch noch. Dann geht es natürlich auch darum, welche Leistungen in Ihrem Preis überhaupt inkludiert sind. Da gibt es auch Unterschiede. Je mehr Inklusivleistungen da gesetzt sind, desto attraktiver ist natürlich das Angebot für den Gast und desto höher können Sie natürlich auch Ihren Preis ansetzen. Und dann gibt es eben noch Punkte wie Reinigungsaufwand, Personalaufwand oder eben auch Fixkosten. Die können sich ja auch unterscheiden. Also es ist natürlich ein Unterschied auch, wie hoch die Fixkosten sind. Kommt natürlich auch darauf an, wie das mit der Immobilie ausschaut, ob das Ihre ist, ob Sie die gemietet haben, gepachtet haben, abzahlen oder etc. Also einfach unterschiedlich hohe Fixkosten, auch vielleicht abhängig von der Lage. Und dann eben die Zielgruppe. Da ist es auch so, je nachdem, welche Zielgruppe man anspricht, kann das auch ein preisbeeinflussender Faktor sein. Also das haben wir jetzt immer mal im Hinterkopf, dass man Unterkünfte pauschal jetzt nicht gut miteinander vergleichen kann. Wenn Sie Preisvergleiche anstellen, also Ihren Preis mal vergleichen möchten mit anderen Anbietern, dann empfiehlt es sich immer, dass Sie sich eine möglichst gleichwertige Unterkunft raussuchen, die diese Punkte, die hier aufgelistet sind, möglichst ähnlich hat zu Ihrer Unterkunft. Also, dass die von der Größe ähnlich ist, dass die von der Lage her ähnlich ist, dass die möglichst die gleiche Ausstattung und Inklusivleistungen anbietet, weil nur so kann man es überhaupt miteinander vergleichen. Ansonsten jetzt pauschal einfach Preise mit zu vergleichen, ist nicht ausschlaggebend. Genau. Dann steigen wir ein, welche ersten Überlegungen es denn gibt, wenn es Sie als Gastgeber und Gastgeberin Ihren Preis gestalten möchten oder Ihre Preise neu kalkulieren möchten. Grundsätzlich geht es darum, dass Sie sich erst einmal Gedanken machen, ob der Preis eben pro Einheit pro Nacht berechnet wird. Das wäre beispielsweise, wenn Sie eine Ferienwohnung haben, die ist für bis zu 4 Personen ausgelegt und dann würde eben eine Person denselben Preis bezahlen wie 2 Personen pro Nacht oder 3 Personen pro Nacht oder 4 Personen pro Nacht. Sprich, Ihr Preis ist nicht personenabhängig. Es gibt einfach einen Preis pro Nacht, unabhängig von der Personenanzahl. Die andere Option ist, dass Sie Ihre Preise personenabhängig machen. Das bedeutet, die Berechnungsart, die Sie anschlagen, ist pro Person pro Nacht. Dann würde beispielsweise eine Person den Preis X kosten, 2 Personen dann aber entsprechend mehr. Genau. Dann stellt sich die Frage, ob Sie ganzjährig denselben Preis nutzen oder ob Sie Ihre Preise unterscheiden in verschiedene Zeiträume, sprich mit sogenannten Saisonzeiten arbeiten möchten. Und wenn ja, stellt sich natürlich die Frage, wie Sie das aufgliedern. Manche Gastgeber ganz klassisch teilen sich das ein in Sommer- und Wintersaison oder Haupt- und Nebensaison. Manch andere Gastgeber machen das auch noch abhängig von Feiertagen oder auch Ferienzeiten. Grundsätzlich empfiehlt es sich natürlich, diese Saisonzeiten abhängig von der Nachfrage zu machen. Also wenn die Nachfrage hoch ist, Sie schon wissen, das gilt in Ihrer Region, in Ihrem Ort als Hochsaison oder da hatten Sie bisher ganz viele Buchungen oder Buchungsanfragen, dann ist davon auszugehen, dass das ja ein buchungsstarker Zeitraum ist, sprich die Nachfrage ist hoch, dann können Sie den Preis auch entsprechend hochsetzen. Wenn es aber buchungsschwache Monate sind,
aus verschiedensten Gründen, beispielsweise wie klassischerweise November zum Beispiel, und Sie das schon wissen oder erahnen, dann empfiehlt es sich natürlich in solchen Zeiten, den Preis nicht hochzusetzen, weil wenn die Nachfrage schon nicht da ist, kommt die auch nicht durch den höheren Preis, sondern da dann entsprechend einen niedrigeren Preis anzusetzen. Genau. Pauschal kann man das aber jetzt auch nicht in Haupt- und Nebensaison einteilen. Wie gesagt, es kommt auch auf die Lage der Unterkunft drauf an, auf den Ort. Ist es beispielsweise ein Winterskigebiet, dann ist der Winter nicht pauschal eine Nebensaison. Also da sehen Sie schon, dass man das pauschal auch gar nicht eingrenzen kann. Muss jeder Gastgeber für sich selber quasi abgrenzen. Der dritte Punkt, auch eine grundlegende Entscheidung ist, welche Leistungen in Ihrem Preis inklusive sind. Da gibt es verschiedene, also ganz klassischerweise sind ja Bettwäsche und Handtücher inkludiert. Das ist tatsächlich bei den meisten Unterkünften ja der Standard. Dann gibt es weitere Leistungen, wie mittlerweile auch eigentlich standardmäßig zwei WLAN. Dann gibt es noch Parkplatz und eben gegebenenfalls die Endreinigung. Da gehen wir später auch nochmal drauf ein. Das zeige ich Ihnen nochmal, wie man die berechnet oder berechnen kann. Und dann stellt sich eben die Frage, wenn es noch weitere Angebote gibt, wie wir es eben besprochen hatten eingangs, wenn es eine Sauna gibt, ein Whirlpool gibt, ein Pool gibt oder sonstige Leistungen, Verpflegungsleistungen, ob die auch inkludiert sind oder ob Sie die nicht mit einberechnet haben, ob die eben für einen Preis X dann optional noch zubuchbar sind vom Gast. Genau. Das ist dann auch der nächste Punkt. Gibt es ansonsten noch Zusatzleistungen, die eben nur auf Wunsch in Anspruch genommen werden können vom Gast, also nur wenn er das nutzen möchte, das Angebot, wie noch Verpflegungsleistungen zum Beispiel oder auch Saunanutzung, und Sie das nicht inkludiert haben, dann würden Sie es ja eben preislich erfassen als Zusatzleistung. Da sollte man dann auch eben überlegen, was mehr Sinn macht. Ist es inkludiert oder eine Zusatzleistung? Und der letzte Punkt ist wieder bezogen auf die Alleinstellungsmerkmale, was wir eben schon angesprochen hatten. Was ist das Besondere, was Ihre Unterkunft hervorhebt oder abhebt von anderen Unterkünften und anderen Gastgebern und Gastgeberinnen in Ihrer Ferienregion? Dann habe ich Ihnen hier noch weitere Punkte mitgebracht, noch weitere Überlegungen, die jetzt vor allem auch Gastgeber betreffen, die bereits eben online buchbar sind mit ihrer Unterkunft. Da empfiehlt es sich auch immer, das Vorjahr mal anzuschauen. Also, dass Sie da einfach mal gucken, wie lief es da mit dem Preis? Lief es mit dem Preis, den Sie eingestellt hatten, gut? Hatten Sie das Gefühl, der war zu niedrig oder zu teuer? Mussten Sie da nochmal Preisanpassungen vornehmen? Oder haben Sie da Preisanpassungen vorgenommen? Wie war die Auslastung? Also wie viele Buchungen hatten Sie da? Wie viele Eigenbelegungen hatten Sie da? Und inwieweit sehen Sie da auch noch vielleicht Unterschiede zu den Vorjahren, wenn Sie schon länger vermieten? Dann gibt es den Punkt Investitionen. Das ist natürlich auch sehr individuell. Gibt es da vielleicht etwas, was Sie in der Unterkunft anschaffen möchten oder anschaffen müssen? Manchmal gibt es ja auch Investitionen, die jetzt auch nicht geplant sind, die man dann einfach umsetzen muss, wie zum Beispiel neue Heizung einbauen oder irgendwas. Da geht es eben darum, dass Sie das auch mit einkalkulieren und eben auch schauen, welche Investitionen Sie mit Ihrem Gewinn abdecken möchten oder auch müssen. Das sollte man da berücksichtigen. Dann der nächste Punkt, den wir schon ganz kurz angesprochen hatten, der Vergleich zu anderen Gastgebern. Da, wie gesagt, nochmal der Hinweis, bitte mit Gastgebern aus der eigenen Region vergleichen, die ein gleichwertiges Angebot haben. Ne, weil nur dann macht der Vergleich auch Sinn. Und dann, wenn Sie mal überdenken, in Ihrer Unterkunft, wenn Sie die jetzt schon länger führen oder auch buchbar haben, hat sich da was geändert an der Ausstattung? Kam da was mit dazu? Haben Sie da irgendwas nachgerüstet? Gibt es jetzt beispielsweise eine E-Ladestation für Autos oder gibt es jetzt neu eine kleine Fahrradgarage für Gäste? Oder haben Sie jetzt einen Saunafass im Garten? Oder gibt es neue Inklusivleistungen, die Sie mit dazu genommen haben? All das sollte natürlich dann auch beim Preis mit berücksichtigt werden und rechtfertigt natürlich dann einen höheren Preis dementsprechend, wenn Sie eben das Angebot und die Leistungen
quasi verbessert oder ausgebaut haben. Dann habe ich hier nochmal mitgebracht, sozusagen Tücken bei der Preisgestaltung, die oftmals aufkommen oder aufkommen können. Der erste Punkt ist Angst vor einer Preisanpassung. Also generell ist es ja so, dass Sie Ihre Preise anpassen können, jederzeit, wenn Sie online buchbar sind, ja direkt durch Ihr eigenes Pflegesystem, wo Sie Ihre Kalenderdaten pflegen. Und wir empfehlen da tatsächlich, dass Sie den Preis eben im Nachgang lieber nochmal reduzieren können, also nochmal eine Preisanpassung machen können nach unten, als ihn von Anfang an zu niedrig zu setzen. Und eben da auch nochmal der Hinweis, dass man schon durchaus mit saisonabhängigen Preisen arbeiten kann oder vielleicht auch sollte, weil das einfach eben Sinn macht, den Preis der Nachfrage anzupassen, so wie wir es eben schon besprochen hatten. Die nächste Tücke ist, dass man als Gastgeber vielleicht dazu neigt, die Konkurrenz zu unterbieten wollen. Gerade bei dem Preisvergleich schaltet man dann vielleicht seinen eigenen Preis doch noch 5 Euro niedriger als den vom Nachbar, von der Konkurrenzunterkunft sozusagen. Da ist auch unser Tipp, dass oder Hinweis, dass ein unterdurchschnittlicher Preis auch nicht unbedingt förderlich ist, weil das kann beim Gast auch einfach ja, zu Fragen kommen oder eben den Eindruck erwecken, dass da irgendwas nicht stimmt und dass es da irgendeinen Haken haben muss. Also deswegen, wenn der Preis zu niedrig ist, ist es auch nicht förderlich oder wird dann vielleicht auch gar nicht gebucht, weil man denkt, irgendeinen Haken muss das haben, das kann nicht sein, dass es so günstig ist. Da, wie gesagt, können Sie sich gerne mal die Zeit nehmen und wie gesagt, einfach mal Unterkünfte vergleichen aus demselben Ort oder aus derselben Region, die eben gleichwertig sind. Und dann ganz wichtig, das darf man auch nicht aus den Augen verlieren, ist immer natürlich die Wichtigkeit von Preis-Leistung, weil jeder wünscht sich natürlich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und da ist es eben auch wichtig, dass die Außendarstellung Ihrer Unterkunft, also die ganze Präsentation, wenn wir jetzt auch bei der Online-Buchung bleiben, natürlich der Online-Auftritt, dass die natürlich sehr aussagekräftig ist. Und wenn die gut gemacht ist und Ihre ganzen Leistungen auch vom Gast sofort erkannt werden, also wenn die ganzen Alleinstellungsmerkmale, die Inklusivleistung, die Besonderheiten so stark transportiert werden, dass sie vom Gast auch direkt erkannt werden, dass er sieht, was für Leistungen er da überhaupt bekommt, dass dann natürlich auch ein bestimmter Preis auch gerechtfertigt ist. Also da schaut der Gast natürlich auch auf Preis-Leistungs-Angebot. Und wenn er dann eine Unterkunft sieht, die eher preislich höher gelegt ist, er aber jetzt dann nicht auf den ersten Blick herausfindet, was da jetzt eigentlich der Mehrwert für ihn sein soll oder was es da eigentlich überhaupt für tolle Angebote gibt, dann wird er sich da in dem Inserat auch nicht länger aufhalten und sich das nicht länger anschauen. Und da, wie gesagt, das ist ganz wichtig, aussagekräftige Bilder sind tatsächlich das A und O, dass Sie da wirklich Bilder verwenden, die gut sind, die ansprechend sind, dass Sie die auch von der Reihenfolge her so setzen, dass natürlich die ansprechendsten Bilder zuerst erscheinen. Und Sie können ja über Ihren Beschreibungstext, den Sie ja selbst hinterlegen, wie gesagt, Ihre Besonderheiten hervorheben. Dann steigen wir jetzt ein in das Thema Preiskalkulation. Also wie kann ich jetzt, wenn ich mir diese Überlegungen, die wir uns gerade angeschaut haben, wenn ich die gemacht habe, mir vielleicht ein paar Notizen gemacht habe, wie kann ich dann einsteigen, um meinen Preis dann letztlich eigentlich zu kalkulieren? Da pauschal als Grundregel lässt sich sagen oder empfehlen wir eben, dass der Preis alle Selbstkosten decken sollte. Und dass Sie trotzdem auch noch Ihre Gewinne eben erzielen. Also dass für Sie trotzdem dann letztlich unterm Strich natürlich noch etwas bleibt, weil nur dann ist das Ganze auch rentabel für Sie. Genau. Der erste Schritt ist, dass Sie sich die Kosten von Ihrer Unterkunft mal notieren. Die bestehen ja immer aus den fixen Kosten und den variablen Kosten. Die fixen Kosten sind eben die, die mit der Unterkunft als solcher verbunden sind, also Miete oder Hypothek, je nachdem,
welche Unterkunfts- oder Immobilienform Sie da haben. Dann sowas wie Ihre Versicherungen, die da drauf laufen, Internet und all sowas. Und dann gibt es ja eben noch variable Kosten, ja, die je nach Nutzung auch eben variieren können, wie zum Beispiel Wasser, Wäsche, Reinigung, Wartung und Reparatur, Ausstattung, die eventuell erneuert werden muss. Genau. Und wenn Sie sich das notiert haben, dann genau, haben Sie dort die Kosten und dann empfiehlt es sich eben, dass Sie sich gegebenenfalls nochmal vergleichen mit Unterkünften, gleichwertigen Unterkünften aus der eigenen Region. Und wie gesagt, der dritte Schritt, das hatten wir jetzt auch schon mehrmals besprochen, ist, dass Sie tatsächlich eben die Nachfrage von den Gästen und auch die Auslastung beachten, dass Sie einfach wissen, das sind erfahrungsgemäß gut gebuchte Zeiträume, da kann ich mit dem Preis nach oben gehen, weil das gebucht wird und weil es eben nachgefragt ist. Und wie gesagt, wenn Sie möchten, können Sie da auch noch weitere Punkte berücksichtigen, wie eben ja, Schulferien, Feiertage, gegebenenfalls auch lokale Veranstaltungen, also wenn da im Ort oder der Region irgendwelche ja, Ausstellungen, Feste, Festivals, irgendwas stattfindet, kann man das noch mit berücksichtigen. Genau, und dann eben dementsprechend ja, jährlich differenzieren und verschiedene Saisonzeiten sozusagen, verschiedene Preise errechnen. Dann fragt sich auch immer oder stellt sich immer die Frage, was macht Ihren Preis, Ihre Unterkunft eigentlich aus? Es gibt Faktoren, die einen höheren Preis rechtfertigen können. Das ist zum einen die Flexibilität. Also wie hoch ist eigentlich die Flexibilität bei Buchungen, die Sie Ihrem Gast anbieten? Da ist es natürlich pauschal so, je flexibler die Bedingungen sind, desto höher kann auch der Preis sein. Also wenn es flexible Stornierungsbedingungen gibt zum Beispiel, ist der Gast bereit, dafür auch mehr zu zahlen, weil er eben eine bestimmte Sicherheit noch hat. Und eben es gibt auch die Möglichkeit, dass sie Rabatte anbieten oder auch Langzeitabschläge, sprich nach einer bestimmten Anzahl von Nächten dem Gast einen Nachlass gewähren. Da, das zeige ich Ihnen gleich auch nochmal, schauen wir uns nochmal im Detail an. Also all sowas sind Faktoren, die eben die Attraktivität Ihrer Unterkunft steigern können und somit auch sich auf den Preis auswirken können. Und dann empfiehlt es sich auch, dass Sie mal schauen, was so die bisherigen Erfahrungen waren von den Gästen, die Sie schon eben vor Ort hatten. Und vor allem in Bezug auf das Thema Gästebewertung. Da ist es nämlich eben auch so, viele positive Bewertungen, die Sie von Ihrer Unterkunft online haben, sind auch immer ja, ein Kriterium dafür, dass man einen höheren Preis rechtfertigen kann, beziehungsweise spricht ja dafür, dass es ein gutes Preis-Leistungs-Angebot auch eben ist. Genau. Und da einfach nochmal der Hinweis, wenn Sie Gäste vor Ort hatten, die zufrieden waren, dann können Sie da gerne als Gastgeber proaktiv auf den Gast zugehen und ihn um die Abgabe einer Bewertung eben bitten. Vielen Gästen ist das schon bewusst, was das für eine Auswirkung hat für Gastgeber oder eben haben kann. Denn eben positive Bewertungen sind für Sie als Gastgeber eigentlich als kostenfreies Marketing eben anzusehen. Genau, dann schauen wir uns an, was ich gerade gesagt hatte, welche neben jetzt Ihrem Grundpreis, den es Sie sich errechnen, welche optionalen Preise kann es noch geben, also Zu- und Abschläge oder auch Rabatte genannt. Da ist es so, man kann mit einem, also entweder setzt man einen Grundpreis und der gilt dann immer, unabhängig von der Aufenthaltsdauer. Sprich, wenn der Gast 2 Nächte bucht, zahlt er pro Nacht denselben Preis, wie wenn er 5 Nächte bucht und aber auch denselben Preis, wie wenn er 7 Nächte bucht. Man kann aber als Gastgeber um ja, entweder Kurzzeitaufenthalte zu ermöglichen oder Langaufenthalte zu fördern, kann man auch mit aufenthaltsdauerabhängigen Preisen arbeiten. Und wie der Name sagt, aufenthaltsdauerabhängige Preise bedeuten, dass Sie Ihren Preis unterschiedlich hoch ansetzen, je nach Aufenthaltsdauer des Gastes. Also das bedeutet, der erste Punkt hier im Beispiel Kurzzeitzuschlag.
Damit ist gemeint, sie ermöglichen den Gast einen geringen Mindestaufenthalt, also beispielsweise die Buchung für eine Nacht. Sie ermöglichen das, stellen ihren Mindestaufenthalt dementsprechend ein und dann haben sie aber die Möglichkeit, für den Mehraufwand, den sie haben, gegebenenfalls eben, das preislich mit anzusetzen. Sprich, sie würden dann einen Kurzzeitzuschlag anlegen in ihrem Kalender oder melden sie sich gern bei uns, dann können wir das zusammen machen. Und würden eben sagen, ja, wenn der Gast kann eine Nacht buchen, aber wenn er das macht, fällt dann nochmal der Betrag X zusätzlich an. Genau. Und das ist eben eine gute Möglichkeit, wenn man den Mindestaufenthalt reduziert, dass man aber eben seinen Mehraufwand dort sozusagen mit einkalkuliert. Und der Gast, ob er dann buchen möchte oder nicht, entscheidet ja dann letztlich immer noch der Gast. Aber der Vorteil ist immer, wenn Sie Ihren Mindestaufenthalt senken, werden sie natürlich besser gefunden, weil da wissen sie ja, die Suchanfrage des Gastes ist ja immer kalenderbasiert. Sprich, wenn jetzt jemand sucht für eine Nacht und Buchungen für eine Nacht bei ihnen aber gar nicht möglich sind, erscheint ihre Unterkunft gar nicht. Dann gibt es auch noch das Gegenteil, also das heißt dann Langzeitabschlag und das bedeutet eben ab einer bestimmten Anzahl von Nächten, zum Beispiel ab 5 Nächten möchte ich meinem Gast für diesen Langaufenthalt einen bestimmten Rabatt gewähren. Das lässt sich dann auch in Ihrem Pflegesystem einstellen. Sie definieren selbst, ab wann bei Ihnen ein Langaufenthalt gilt, also ab welcher Anzahl von Nächten und wie hoch dann dieser Nachlass pro Nacht sein soll. Genau. Dann gibt es das Thema Endreinigung. Da ist es eben so, dass man das auch natürlich nicht vergessen sollte. Das ist ja unterschiedlich. Einige Gastgeber und Gastgeberinnen machen oder übernehmen die Reinigung selbst. Andere haben natürlich externe Reinigungskräfte, oder Reinigungspersonal angestellt. Aber auch da, wenn Sie die Reinigung selbst übernehmen, beachten Sie da, dass dieser Reinigungsaufwand preislich mit berechnet wird, dass Sie das mitkalkulieren. Wie man die Endreinigung berechnet, zeige ich Ihnen ganz zum Schluss nochmal. Und dann gibt es noch das Thema Rabatte. Das ist optional. Das lässt sich ja auch nicht bei allen Portalen, auch nicht in allen Pflegesystemen einstellen, aber zum Teil gibt es da die Möglichkeit. Beispielsweise bei dem Portal Booking.com gibt es eine ganze Reihe verschiedenster Einstellungsmöglichkeiten, die man nutzen kann. Beispielsweise kann man da Last-Minute-Rabatte einstellen. Oder auch Frühbucherrabatte oder eben sowas wie die mobile Rate. Das bedeutet, allen Gästen, die über mobiles Endgerät buchen, möchten Sie einen Rabatt gewähren. Da, wie gesagt, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn Sie da Interesse dran haben und mit Ihrer Unterkunft schon online buchbar sind, über uns, über Booking, dann melden Sie sich da gerne. Da können wir Sie natürlich auch nochmal persönlich individuell beraten. Aber wie gesagt, auch Last-Minute-Rabatt macht auch Sinn, wenn Sie da einen bestimmten Zeitraum noch frei haben, dass man dann einfach preislich ein bisschen runtergeht und dann vielleicht eben noch vermieten kann. Dann gibt es natürlich bei den Preisen auch noch das Thema Kinderpreis. Da ist es ja grundsätzlich so, dass Sie als Gastgeber und Gastgeberin sich pauschal überlegen sollten, ob Sie Kinder vom Preis her genauso berechnen wie Erwachsene oder ob sie Kinder eben preislich anders berechnen, sprich günstiger, also einen Kinderpreis gewähren möchten. Pauschal ist es da so, es gibt da kein richtig und falsch. Es empfiehlt sich, dass Sie natürlich als Unterkunft als erstes sich überlegen, ob ein Kinderpreis für Sie sinnvoll ist. Da können Sie vielleicht aus Ihren bisherigen Erfahrungen schon mal schöpfen, also mal überlegen, haben Sie überhaupt Buchungen mit Kindern? Wenn ja, sind es viele Buchungen mit Kindern? Oder möchten Sie denn die Zielgruppe Familie ansprechen? Ist Ihre Unterkunft dafür ausgelegt? Dann macht es natürlich Sinn, vielleicht mit Kinderpreisen zu arbeiten. Wenn dem aber nicht so ist und es jetzt auch keine spezielle Kinderausstattung gibt, dann kann man natürlich Kinder auch vom Preis her genauso berechnen wie einen weiteren Erwachsenen. Grundsätzlich, wie gesagt, es gibt kein richtig oder falsch. Und grundsätzlich ist es auch so, wenn ein weiterer Erwachsener dazu gebucht wird,
Dann gibt es ja im Idealfall auch noch mehr Kosten, die anfallen, weil der Verbrauch ja wahrscheinlich höher ist. Bei Kindern ist es letztlich ja auch so, beziehungsweise kommt auf das Alter natürlich der Kinder drauf an, weil jetzt auch ein Kind mit 15 wird jetzt nicht unbedingt viel weniger Strom- oder Wasserverbrauch haben als ein Erwachsener. Also da können Sie, wie gesagt, einfach mal schauen, was für Ihre Unterkunft mehr Sinn macht. Zur Einstellung gibt es, wie gesagt, beides. Entweder man nutzt keinen Kinderpreis, dann gelten Kinder einfach wie eine weitere erwachsene Person und werden so auch berechnet vom Preis her. Wenn Sie sich für Kinderpreise entscheiden, dann ist es eben wichtig, dass Sie die definieren. Also was oder welches Alter definieren Sie als Kind? Es gibt die Möglichkeit, dass Sie kostenfreie Altersklassen definieren. Das bedeutet, Sie sagen Kinder im Alter von 0 bis zu einem bestimmten Alter X, zum Beispiel 3, sind kostenfrei. Dann zahlen die quasi 0 Euro und können mit eingebucht werden. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass sie eben für weitere, also entweder haben sie nur diese Altersklasse oder sie haben dann noch weitere und sagen, Kinder dann von 4 bis zum Beispiel 10 Jahre sind ermäßigt. Sprich, die zahlen dann nur den Preis X, also zahlen weniger als ein weiterer Erwachsener. Das kann man, wie gesagt, staffeln. Theoretisch kann man so viele Staffelungen machen, wie man möchte. Ich denke aber, dass zu viele Staffelungen auch nicht sinnvoll sind. Das lässt sich auch tatsächlich schwierig an die Portale übertragen. Also klassischerweise gibt es entweder, wie gesagt, eine Altersklasse, in der Kinder kostenfrei sind und noch eine weitere kostenpflichtige Kinderaltersklasse. Oder halt, wie gesagt, nur die kostenfreien. Und dann geht es darum, dass Sie die Kinderpreise auch sinnvoll kalkulieren. Da habe ich Ihnen jetzt hier ein Beispiel mitgebracht, weil das manchmal auf den ersten Blick gar nicht mal so einleuchtend ist. Deswegen würde ich Ihnen das hier anhand des Beispiels einmal zeigen oder wir rechnen es einmal zusammen durch. Auf der linken Seite, da sehen Sie jetzt eine Preiskalkulation, die tatsächlich wenig Sinn macht, wo der Kinderpreis nicht gut kalkuliert ist oder nicht sinnvoll genutzt ist. Da zeige ich Ihnen einmal, warum. In unserem Beispiel haben wir jetzt hier Kinder definiert. Kinder gelten bis 12, also ab 13 Jahren gelten ihre ganz normalen Grundpreise. Also ab 13 zahlt ein Kind wie ein weiterer Erwachsener. Und aber unter 13, also von 0 bis 12, haben sie einen Kinderpreis, in dem Beispiel jetzt 20 Euro pro Kind pro Nacht. Und wenn Sie sich dann jetzt hier die Grundpreise anschauen, eine Person 90 Euro, zwei Personen 100 Euro, drei Personen 110 Euro, da sehen Sie schon, der Aufpreis für eine weitere erwachsene Person beträgt 10 Euro, der Kinderpreis beträgt aber 20 Euro. Das bedeutet, dass ein Kind teurer ist als ein weiterer Erwachsener. Und das ist ja quasi nicht im Sinne des Erfinders. Sprich, hier unten habe ich es mal ausgerechnet, wenn dann zwei Erwachsene buchen, haben wir 100 Euro plus ein Kind unter 13, beispielsweise 7, 20 Euro. Dann kommt man auf 120 Euro für zwei Erwachsene und ein Kind. Aber drei Erwachsene wären günstiger. Und zwei Erwachsene wären sogar auch günstiger. Also da, wie gesagt, kommt raus, dass eine Buchung mit Kind dann sogar teurer ist als drei Erwachsene. Also da, das ist ein Beispiel dafür, dass der Kinderpreis nicht sinnvoll kalkuliert ist, weil die Grundregel ist eben, der Kinderpreis muss niedriger sein als der Aufpreis für eine weitere erwachsene Person. Das sehen Sie jetzt dann in dem rechten Beispiel. Da ist das richtig gemacht, weil Sie sehen unten bei den Grundpreisen, der Aufpreis für eine weitere erwachsene Person beträgt 30 Euro und der Kinderpreis beträgt aber nur 20 Euro. Und da geht die Rechnung jetzt auf. Wenn dann jetzt zwei Erwachsene buchen und ein Kind, ist es mit 140 Euro günstiger, als wenn eben drei Erwachsene buchen für 150 Euro. Also da wird das Kind auch tatsächlich ermäßigt eingebucht, weil der Aufpreis für das Kind niedriger ist als der Aufpreis für eine erwachsene Person. Also da, wie gesagt, schauen Sie auch mal Ihre Grundpreise an
Oder überlegen sich bei den Grundpreisen gleich schon mal, ob Kinder einfach als Personen berechnet werden oder ob sie es unterscheiden wollen, weil das muss man dann, wie gesagt, mit beachten, dass das dann in Summe auch einen Vorteil hat, wenn man dann mit Kind einbucht, dass es dann auch wirklich günstiger ist. Dann habe ich ganz kurz zum Abschluss nochmal mitgebracht, ganz kurz Tipps zur Anzahlung, Kaution und den Stornobedingungen. Die ja, werden ja zum Teil auch preislich mit angegeben oder spielen da eine Rolle. Da ist es so, bei der Anzahlung pauschal gilt natürlich für den Gast und für Sie als Gastgeber und Gastgeberin als Sicherheit. Wenn Sie dem Gast eine Anzahlung in Rechnung stellen, dann sollte das zwingend in Ihren Richtlinien hinterlegt sein, dass der Gast natürlich vor Buchung auch Bescheid weiß, dass er einen bestimmten Betrag anzahlen muss. Und dann stellen Sie als Gastgeber dem Gast die Anzahlung in Rechnung. Genau. Die Restbezahlung kann dann natürlich auch per Überweisung stattfinden oder klassischerweise dann vor Ort abkassiert werden. Bei der Kaution ist es so, klassischerweise mittlerweile ist eine Kaution eher unüblich. Also es muss keine Kaution verlangt werden. Nichtsdestotrotz können Sie als Gastgeber eine Kaution verlangen. Kommt auch natürlich auf die Ausstattung drauf an. Wenn sie sehr, sehr hochwertig ist, empfiehlt sich das schon, eine Kaution zu verlangen. Auch da ist es so, wenn Sie das möchten, muss es bitte in den Richtlinien hinterlegt sein, dass der Gast es vor Buchung weiß. Und dann kann auch die Kaution per Überweisung bezahlt werden. Und dann eben, wenn der Gast die Unterkunft, ja, hinterlässt, ohne dass Schäden entstanden sind, wird dem Gast ja dann die Kaution zurückgezahlt. Genau. Und bei den Stornierungsbedingungen, da gibt es pauschal eigentlich als Grundregel zu sagen oder als Faustregel, je lockerer die Stornierungsbedingungen es sind, desto mehr Gäste werden angesprochen, hat mir eben schon mal gesagt. Gäste wünschen sich natürlich immer flexible Richtlinien. Auch da macht es Sinn, dass sie das eben überdenken. Unser Tipp ist, dass sie sich immer überlegen, bis wann für Sie als Gastgeber eine neue Vermietung, also eine Weitervermietung möglich ist. Wenn jetzt ein Gast beispielsweise 60 Tage vor der Anreise storniert, sollte das, denke ich, für die meisten Gastgeber realistisch sein, dass Sie innerhalb dieser Zeit Ihre Unterkunft nochmal neu vermietet bekommen. Und dann gehen Sie immer weiter an das Anreisedatum heran und finden dann irgendwann den bestimmten Zeitraum, ab dem sie denken, es wird unrealistisch, dass sie nochmal neu vermieten können, weil es einfach zu kurzfristig ist. Und ab da sollte dann ihr kostenpflichtiger Stornierungszeitraum beginnen. Also das ist so unsere Faustregel oder unser Tipp, mit welchen Gedanken sie da vielleicht rangehen können. Genau. Und dann habe ich jetzt Ihnen noch als letztes abschließend mitgebracht, dass natürlich die Preise auch immer natürlich rechtssicher dargestellt werden sollten. Da gibt es unter anderem auch als wichtigste Grundlage hier in Deutschland die Preisangabenverordnung. Können Sie sich auch gerne mal einlesen oder die online anschauen. Grundsätzlich, ich habe Ihnen rausgeschrieben, was da die wichtigsten Aussagen draus sind, also was diese Preisangabenverordnung eigentlich sagt. Und zwar dem Verbraucher, also Ihrem Gast letztlich, muss immer klar und deutlich der Endpreis aufgezeigt werden, sowohl auf Ihrer Website als auch auf den Buchungsportalen. Und das ist, der Endpreis ist immer Ihr Preis inklusive aller fixen Nebenkosten. Also das muss dem Gast immer aufgelistet sein. Genau, dass er den Endpreis weiß. Jetzt wollten wir ja nochmal auf das Thema Endreinigung eingehen. Also es ist wie gesagt so, die Endreinigung, die kann ja entweder inkludiert sein, sprich, Sie haben das schon in Ihren Grundpreis mit einkalkuliert. Ganz klassischerweise ist es natürlich bei Zimmerleistungen so, sprich jetzt bei Hotels oder Gasthöfen, die Zimmerkategorien haben, ist es im Normalfall mit einkalkuliert. Bei Ferienwohnungen, Ferienhäusern, Apartments, Chalets muss das nicht zwingend sein. Entweder Sie rechnen die Endreinigung auch in Ihrem Preis mit ein, dann würden wir das als Inklusivleistung anhaken.
Und Sie haben es eben einkalkuliert. Für einige Gastgeber ist es schwierig zu errechnen, weil die Endreinigung ja tatsächlich einmalig anfällt. Da ist es dann schwierig, diese Endreinigung, diesen Posten X, den Sie haben, den Sie vielleicht 1:1 so auch an Ihr Reinigungspersonal zahlen, dass Sie den runterrechnen auf den Preis pro Nacht, weil Sie ja gar nicht wissen, wie viele Nächte der Gast bucht. Und die Endreinigung ist ja normalerweise gleich hoch, egal ob der Gast jetzt eine Nacht bucht oder zwei oder fünf oder sieben. Deswegen gängig ist es bei Ferienwohnungen, Ferienhäusern, Apartments und so weiter, dass die Endreinigung nicht inklusiv Leistung ist, aber, und das ist ganz wichtig, trotzdem natürlich preislich erfasst sein muss als ein Posten X, der einmalig mitberechnet wird bei Buchung. Sprich, im Endpreis sieht der Gast den Preis mit der Endreinigung. Das ist ja der Preis, zu dem der Gast dann auch bucht letztlich. Also das ist ganz wichtig. Es gibt die beiden Modelle. Beide sind richtig, beide darf man umsetzen. Sie überlegen für sich, wie sie es besser berechnen können. Und dann muss es, wie gesagt, dementsprechend im Pflegesystem, im Kalender so angelegt werden. Und dann habe ich jetzt da ganz unten nochmal die Erläuterung, was das jetzt genau konkret nochmal bedeutet. Und zwar pauschale Nebenkosten wie Strom, Gas, Heizung, Wasser müssen im Endpreis mit inkludiert sein, außer die Ausnahme ist, separat ausgewiesen werden dürfen diese nur, wenn die Abrechnung auch nach dem tatsächlichen Verbrauch möglich ist. Nur dann dürfen die separat ausgewiesen werden. Ansonsten müssen die, wie gesagt, im Endpreis enthalten sein. Und hier steht es auch nochmal bei der Endreinigung. Die Endreinigung muss auch im Endpreis enthalten sein. Also wie gesagt, entweder im Grundpreis oder im Grundpreis plus verpflichtenden Preis für die Endreinigung. Wenn sie das nicht ist, also wenn die Endreinigung separat ausgewiesen wird, dann ist es nur erlaubt, wenn dem Gast tatsächlich freigestellt wird, ob er diese Leistung in Anspruch nimmt oder nicht. Sprich, dann könnte der Gast optional die Endreinigung dazu buchen. Wenn er das dann aber nicht möchte oder nicht macht, gibt es in dem Sinne keine Endreinigung. Dann macht der Gast die Endreinigung und das ist dann wahrscheinlich nicht nach Ihren Vorstellungen. Genau, deswegen, wie gesagt, ist es da auch ja, unüblich, dass es geht, dass die separat ausgewiesen werden darf, diese Endreinigung. Genau. Auch da, wie gesagt, wenn Sie sich da unsicher sind, dann lesen Sie sich da nochmal ein oder melden Sie sich gern bei uns.